Es gibt mehr UFO-Sichtungen als jemals zuvor. Seltsame Lichter. Außerirdische. Ein UFO. Was steckt dahinter? Vier UFO-Experten gehen der Sache nun auf den Grund. Maureen Atsberry ist eine renommierte UFO-Berichterstatterin. Ich habe tausende von Fällen untersucht. Für die meisten gibt es rationale Erklärungen. Mike Barra ist ein erfahrener Luftfahrtingenieur. Bevor ich an UFOs glaube, will ich knallharte Beweise sehen. Die anderen beiden Experten glauben an die Existenz von Aliens. Daryl Sims ist Privatermittler und Ex-CIA-Mann. Ich wurde von Außerirdischen entführt. Es sind böse Mächte. Und Stephen Jones behauptet, dass er Kontakt zu Außerirdischen hat. Aliens spazieren in diesem Moment über unsere Straßen. In dieser Folge mehrfache Sichtungen in South Carolina. Keine Ahnung, was das ist. Eine angebliche Schießerei mit Aliens in Ohio. Was war das? Seltsame Lichter, darauf schoss ich. Gibt es Hinweise auf außerirdische Technologien? Er glaubt, er hätte einen Teil vom UFO gefunden. Dieses Ding stammt nicht vom Planet Erde. Myrtle Beach, South Carolina, ist ein Hotspot für UFO-Sichtungen. In jüngster Zeit wurden 190 Sichtungen gemeldet. Das UFO-Team ist hier, um herauszufinden, ob Außerirdische hinter den seltsamen Lichterscheinungen stecken. Journalistin Maureen Atsberry recherchiert zu den einzelnen Fällen und sammelt Hintergrundinformationen. Seit über 50 Jahren berichten Menschen hier von seltsamen Lichtern über dem Meer. Innerhalb der letzten 10 Jahre kam es zu auffallend mehr Sichtungen. Gibt es Augenzeugen? Über 30. Doch unser wichtigster Zeuge ist Joe Kiernan. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. Er sah die Lichter zum ersten Mal am 17. Juli 2012 und hat seitdem Videomaterial gesammelt. Mein Gott, wie hell das ist. Und jetzt fängt es an zu glühen. Es verschwindet. Das sieht nach einer militärischen Übung aus und sollte sich klären lassen. Du bist immer so schnell mit einer Erklärung. Das ist doch ein spannender Fall, ein gefährliches Zusammentreffen und damit sehr wichtig. Gibt es Entführungsmeldungen im Zusammenhang mit den Lichtern? Wir müssen hinfahren. Wir treffen Joe in Myrtle Beach, am Ort der Sichtungen. Los geht's. Bisher habe ich keine Hilfe bekommen, um herauszufinden, was das für Lichter sind. Woher sie kommen, ob sie harmlos oder gefährlich sind. Aber genau das will ich wissen. Joe trifft sich mit den UFO-Experten am Strand, keine 2 Kilometer entfernt von seinem Haus. Daryl Sims. Nice to meet you, Joe. Danke, dass Sie uns informiert haben. Wo genau haben Sie die UFOs gesehen? Sie scheinen meistens aus Richtung Süden auf die Küste zuzufliegen. Manchmal auch aus dem Norden. Da drüben glühen sie orange auf und verschwinden dann in südöstliche Richtung. Sehen Sie sie häufig? In letzter Zeit sogar in der Nähe meines Hauses. Sie fliegen immer tiefer und näher heran an mein Haus. Ex-CIA-Mann Daryl Sims möchte weitere Zeugen befragen. Ihre Familie hat das auch gesehen? Ja, wir alle, mindestens 30 Mal. Was empfinden Sie dabei? Haben Sie Angst? Sind Sie aufgeregt? Ich habe Angst. Ich möchte, dass jemand mir versichert, dass wir nicht in Gefahr sind. Wir sind hier, um herauszufinden, worum es sich handelt und was man eventuell tun kann. Vielen Dank. Haben Sie aktuelle Aufnahmen? Ja, ich kann sie Ihnen bei mir zu Hause zeigen. Danke für Ihre Hilfe. Fantastisch.
Mir tut Joe leid. Er wollte hier in Frieden leben und jetzt steht er Todesängste aus. UFO-Experte Stephen Jones behauptet schon oft, positive Begegnungen mit Außerirdischen erlebt zu haben. Diese Begegnungen sind eine tiefreichende Erfahrung für ihn. Aber leider machen sie ihm offensichtlich Angst. Auch sein Kollege Daryl Sims glaubt an die Existenz von Aliens. Aber er rät zur Vorsicht. Ich habe mit wilden Tieren gearbeitet. Aus der Ferne sind sie toll, aber wenn sie sich nähern, muss ich sie nicht streicheln. Wir sprechen hier nicht von wilden Tieren. Wir sprechen von fühlenden Wesen von hoher Intelligenz, die versuchen, mit Joe und seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Das sind doch alles reine Vermutungen. Wir müssen herausfinden, ob es sich um eine freundliche oder feindliche Annäherung handelt. Fahren wir hin. Während alle anderen zu Joe fahren, folgt Luftfahrtingenieur Mike einer anderen Spur. Joes Aussage ist spannend, aber er ist kein geschulter Beobachter. Es gibt einen weiteren Augenzeugen, einen Piloten namens Gary Travis, mit dem ich mich gleich am Flughafen treffen werde. Gary hat dieselben Lichter gesehen wie Joe, aber aus der Luft. Ich möchte wissen, ob er als erfahrener Pilot die Lichter für UFOs hält. Hey Gary. Hello Mark. How you doing? Nice Great. To meet you. Ready to fly? Okay. Wollen wir los? Wie lange fliegen Sie schon? Seit 38 Jahren. 38 years. Sie haben also schon alles erlebt. Ja, ich kenne den Himmel gut. Ich habe nie etwas Besonderes da oben gesehen. Bis zum Oktober 2011. Das war das erste Mal. Es war eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang und ich befand mich im Landeanflug, als plötzlich der Funk verstummte und kein anderes Flugzeug sich mehr meldete. Was war so ungewöhnlich? Am Horizont sah ich zeitgleich ein oranges Licht. Nur dieses eine Licht? Nur ein großes oranges Licht. Es befand sich etwa 3 Meilen entfernt auf meiner Höhe. Also über dem Meer, gegenüber der Sonne, richtig? Ich achtete nicht mehr auf die Instrumente, flog einfach direkt darauf zu. Manchmal liest man ja, dass Autos stehen bleiben, wenn UFOs in der Nähe sind. Naja, ich wollte nicht unbedingt nach Hause schwimmen. Ich flog etwa 45 Sekunden auf das Licht zu. Und Sie sahen sofort, dass das kein normales Licht war. Es war kein gewöhnliches Luftfahrzeug. Die meisten Fluggeräte, Verkehrsflieger, Militärmaschinen, Helikopter sind mit roten und grünen Antikollisionslichtern ausgestattet. Es war keins dieser Fluggeräte. Und wie lange konnten Sie es beobachten? Knapp eine Minute. Und dann? Verschwand es. Es blinkte und verschwand. Ja, wissen Sie, ich fliege schon sehr lange, aber solche Lichter habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Gary kann nicht sagen, was er gesehen hat. Doch Mike glaubt daran, dass es eine rationale Erklärung für die mysteriösen Lichter gibt. Er ist ein verlässlicher Augenzeuge und ein sehr erfahrener Pilot. Aber alles deutet darauf hin, dass er ein Training des Militärs beobachtet hat. Ich werde beim hiesigen Luftwaffenstützpunkt nachfragen, ob und wann so etwas durchgeführt wird. Am nächsten Morgen besuchen die UFO-Experten Joe Kiernan. Sie wollen sein neues Material von den mysteriösen Lichtern sichten. Wir wollen uns das genauer ansehen. Hey, Joe. Hello, how are you? Thanks for having us over. Oh, please, come in. Very happy to have you. Hi, Joe. Oh, nice good to see you. Again. Good to see you, sir. Please, come in. This is a lovely house. This is a schönes Haus, Joe. It's very nice. Thank you very much. Danke. Bevor sie sich die Videos ansehen, zeigt Joe dem Team, wo die UFOs entlangfliegen.
Die meisten kommen von dort und bleiben dann über den Bäumen da drüben. Wie nahe kommen sie den Bäumen und dem Haus? Sie fliegen auf Baumhöhe. Joe ist den Lichtern gefolgt und hat sie gefilmt. Dieses Material zeigt er nun dem Expertenteam. Das habe ich am See beobachtet. Wenn man ranzoomt, sieht man etwas Rotes im Wasser. Jetzt fliegt es rein. In Slow Motion sieht man, wie es die Wasseroberfläche zerteilt und dann aufleuchtet. Da. Es taucht ins Wasser. Echt seltsam. Auch unter der Wasseroberfläche gibt es Besonderheiten. Der Grund des Sees ist kreisrund und ähnelt einem Krater. Journalistin Maureen Elsberry kennt ähnliche Berichte. Es gibt relativ viele Beschreibungen von UFOs unter Wasser. Manche Leute glauben, dass die außerirdischen Raumschiffe im Wasser ihre Basisstationen haben. Ich würde mir diesen See diesbezüglich gerne mal ansehen. Immer wenn ich mich dem See nähere, fühle ich mich extrem unwohl. Das Gefühl kenne ich. Steven möchte, dass Joe Kiernan sie trotz seiner Angst zum See begleitet. Ich respektiere Ihre Angst. Würden Sie trotzdem mit uns kommen? Aber nur, wenn wir tagsüber hingehen. Mike Barra ist unterdessen auf dem Weg zu seinem Termin, von dem er sich Aufklärung über die seltsamen Lichtphänomene erhofft. Ich glaube nach wie vor, dass es sich um militärische Aktivität handelt. Ich spreche gleich mit Rob Sexton vom Luftwaffenstützpunkt Shaw. Ich will von ihm wissen, ob in dieser Gegend militärische Übungsflüge stattfinden. Hallo Rob, ich bin Mike Barra. Herzlich willkommen auf dem Luftwaffenstützpunkt Shaw. Beeindruckend. Werden hier mit allen Flugzeugen Manöver geübt? Ja, das 20. Jagdgeschwader Shaw ist das größte F-16-Jagdgeschwader der US Air Force. Wir üben immer über dem Meer vor Myrtle Beach. Und weil wir Kampfeinsätze proben, verwenden wir auch Leuchtgeschosse. Führen Sie auch Übungen über bewohntem Gebiet durch? Ja, das kann vorkommen. Sind die Einsatzpläne der letzten 6 Monate noch verfügbar? Ich habe sie schon herausgesucht. Alle relevanten Nachtflüge in 2012. Fantastisch. Dann können wir die Tage der Einsätze mit den Tagen der Sichtungen vergleichen. Ich gehe davon aus, dass es die Leuchtgeschosse waren. Am Abend trifft Mike sich mit Joe in Myrtle Beach. Er möchte ihm mittels seines Experiments beweisen, dass er nur Leuchtgeschosse gesehen hat. Wir filmen die UFOs immer von hier aus, vor den Dünen. Mit einer Signalpistole simuliert Mike die militärischen Leuchtgeschosse. Diese Leuchtraketen steigen auf 335 Meter Höhe. Haben Sie Ihre Kamera dabei? Ja, ich bin schon gespannt. Sind Sie bereit? Kann losgehen. Haben Sie das? Sah es aus wie die Lichter? Es sah anders aus, aber es ist auch ein schönes Bild. Das muss ich mir zu Hause näher ansehen. Joe glaubt nicht, dass es sich bei den Lichtern um Leuchtgeschosse handelt.
Aber für seine angeblichen UFOs und Außerirdischen brauche ich noch mehr Beweise. Gerade als Mike und Joe zusammenpacken, entdeckt der Kameramann des Teams merkwürdige Lichter über dem Meer. Joe hält sofort die Kamera drauf. Das ist echt interessant. Großartig. Interessant, sie fliegen hintereinander. Merkwürdige Anordnung. Unglaublich, oder? Was kann das sein? Jetzt fliegen sie in Richtung meines Hauses. Für Flugzeuge sind sie zu langsam. Ein Übungseinsatz findet heute Abend auch nicht statt. Die Lichter fliegen in Formation, was nach Militär aussieht. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, worum es sich handelt. Außerirdische? Das ginge mir zu weit. Ich finde es allerdings auch äußerst seltsam. Am nächsten Tag suchen Daryl, Maureen, Stephen und Joe den kleinen See auf, wo die Lichter gefilmt wurden. Ist er das? Ja, das ist der besagte See. Es fühlt sich für mich nicht gut an, hier zu sein. Manchmal halte ich es überhaupt nicht aus. Es ist echt schwer für mich. Vielen Dank, dass Sie uns herbegleitet haben. Wir werden uns jetzt ein wenig umsehen, der Sache auf den Zahn fühlen. Prima. Ex-CIA-Mann Daryl Sims ist ein erfahrener Taucher. Ich denke, wir sollten das Gewässer untersuchen. Per Unterwasserschallgerät können wir nachsehen, welche Gegebenheiten sich dort finden. Joe hat hier eine Begegnung gehabt. Ich möchte wissen, ob sie ihren Ursprung im Wasser hat. Zuerst schickt das Team einen hochmodernen Tauchroboter auf den Grund des Sees. So ein Ding kostet $40,000. Der Grund des Sees sieht aus wie die Mondoberfläche, völlig tot. Und die fremden Lichter fühlen sich genau davon angezogen, von dem Nichts. Als nächstes kommt das Unterwasserschallgerät zum Einsatz. Zeigt es Anomalien an, könnte das ein Hinweis auf UFOs sein. Daryl hat weitere Kollegen um Hilfe gebeten. Sie kommen mit ihrem Hightech-Equipment normalerweise an Verbrechenstatorten zum Einsatz oder bei Blindgängerfunden. Gentlemen, kann's losgehen? You ready to go? Ja. All right. Wir benutzen ein Seitensichtsonar, um uns den Grund des Sees genauer anzusehen. Vielleicht finden sich Abdrücke eines gelandeten UFOs. Ergibt sich ein Hinweis, werde ich runtertauchen und nachsehen, was da unten los ist. Ich werde mir alle Auffälligkeiten ganz genau ansehen. Joe berichtet, dass sich auf dem Grund des Sees ein Krater befindet. Wir gehen am Kraterrand entlang. Schon nach wenigen Minuten zeigt sich ein seltsames Bild auf dem Sonarbildschirm. Das ist eine geologische Auffälligkeit. Was kann das verursacht haben? Keine Ahnung. Schon mal sowas in einem See gesehen? Nein. Im tieferen Wasser haben wir eine Senke entdeckt, die wir auch markiert haben. Die sehen wir uns gleich genauer an. Und auch ein paar andere Stellen weisen Eigentümlichkeiten auf. Das Seitensichtsonar zeigt zwar eine Anomalie, liefert aber dennoch nicht die gewünschten Informationen. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob hier ein UFO gelandet ist. Ich muss es mir von unten ansehen. Mittels einer Unterwasserkamera wird Daryl in Echtzeit Bilder nach oben schicken.
Da, wo Daryl gerade taucht, habe ich die Lichter unter Wasser gesehen. Falls sie Spuren hinterlassen haben, wird Daryl etwas finden. Nach über einer Stunde taucht Daryl wieder auf. Das Wasser ist kristallklar, aber es lebt nicht. Hier ist nichts drin. Was seltsam ist, denn in der Umgebung sind alle Gewässer voll von Alligatoren und anderen Lebensformen. Nur hier ist absolut nichts. Die Frage ist, warum? Daryl hat keine Erklärung für diesen Umstand. Vielleicht hat die Anwesenheit von Außerirdischen Auswirkungen auf die Umgebung? Maureen untersucht den Uferbereich. Es sind einige Fälle bekannt, in denen außerirdische Aktivität ein beschleunigtes Wachstum von Bäumen zufolge hatte. Da ist der berühmte Fall von Travis Walton, der von Außerirdischen entführt wurde. An der Stelle, wo sich seine Entführung ereignete, wuchsen die Bäume schneller als in der Umgebung. Das wurde durch Proben bewiesen. Ich bin gespannt, ob wir hier ein ähnliches Phänomen nachweisen können. Hey Chris, it's Maureen. Hallo Chris, wir sind beim See, etwa 100 Meter von dir entfernt. Sounds great, thanks. Sehr gut, danke. All right, Chris is on his way. Chris ist auf dem Weg. Hey Chris, how's it going? So I'm thinking. Ich würde gern von diesem Baum eine Probe nehmen. Okay. Wenn ich sage, weg da, nicht fragen. Einfach gehen. Dieses Stück ist perfekt. Mann, ist das schwer. Das sehe ich mir genauer an. Man sieht die Jahresringe sehr gut. Wonach sucht ihr denn genau? Nach beschleunigtem Wachstum. Diese schmalen Ringe stehen für langsames Wachstum und diese dickeren Ringe für schnelles. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Es sind gewisse Muster festzustellen. In Gebieten, wo UFOs gesichtet wurden, Entführungen stattfanden oder es Bruchlandungen gab, wachsen die Bäume schneller als in der umliegenden Umgebung. Tests in der umliegenden Umgebung ergaben dagegen keine Auffälligkeiten. Ob es allerdings einen Zusammenhang mit den mysteriösen Lichtern gibt, bleibt abzuwarten. Die Ufologen treffen sich, um erste Ergebnisse zu besprechen. Daryl und Steven, die angeblich selbst Begegnungen mit Außerirdischen hatten, glauben, dass Joe ihnen Informationen vorenthält. Ich glaube, es sind nicht nur die Lichter. Am See muss Joe etwas erlebt haben, das ihn nachhaltig verängstigt hat. Ich gehe davon aus, dass er den Piloten der fliegenden Lichter begegnet ist. Steven verabredet sich noch einmal mit Joe am Strand. Ich habe schon mein Leben lang Kontakt mit Außerirdischen. Es ist eine Herausforderung, aber eine positive. Ich glaube, sie wollen uns helfen. Joe hatte sicher Kontakt. Es zieht ihn an bestimmte Orte, aber er weiß nicht wieso. Das deutet darauf hin, dass es einen direkten Kontakt zwischen ihm und einem Alien gab. Hey Joe. How's it going? Good, how have you been? I'm good. So you've seen these lights. Sie haben diese Lichter ja an mehreren Stellen gesehen. Und einige dieser Stellen besuchen sie nur mit großem Widerwillen. Wieso wohl? Weil mir diese Orte ein Unwohlsein bereiten, je nachdem, wann ich dort bin. Meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass es eventuell zu einem persönlichen, direkten Kontakt mit den Außerirdischen gekommen ist. Können Sie das bestätigen?
Ich kann es nicht sagen, denn ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fühlte mich nur alleingelassen damit und konnte mit niemandem darüber reden. Sie haben das Gefühl, dass Sie und die Aliens irgendwie verbunden sind? Ja, ich glaube, man will mir eine Botschaft übermitteln. Wie auch immer, diese Wesen nehmen Kontakt zu uns auf. Das ist real und kommt jeden Tag millionenfach auf der Welt vor. Und wir Betroffene erkennen einander. Es ist mir eine Freude, Sie getroffen zu haben, Joe. Es fühlt sich gut an, mit einem Seelengefährten zu sprechen. Vielen Dank dafür. Danke gleichfalls. Die Experten haben Beweismaterial von UFO-Sichtungen über Myrtle Beach ausgewertet. Seltsam. Mit Augenzeugen gesprochen. Da war ein oranges Licht am Horizont. Und selbst Lichter am Himmel gesehen. Wow, was ist das? Nun werten sie die Ergebnisse aus. Wir hatten recht. Joe gibt zu, dass er in Kontakt mit den Außerirdischen stand. Hoffentlich verliert er seine Angst. Da sehe ich ein Muster. Die Lichter könnten dafür stehen, dass die Außerirdischen mit jemandem Kontakt aufnehmen. Diese Lichter, die wir unten am Strand gesehen haben, das waren auf keinen Fall Flugzeuge. Ich habe keine Erklärung dafür. Nur Daryl glaubt zu wissen, was die UFO-Sichtungen zu bedeuten haben. Ich kann euch helfen. Wenn solche Lichter Menschen nahe kommen, steht das für Kontaktaufnahme. Wenn sie sehr nahe kommen, für Entführung. Das ist schrecklich. Ich habe hier noch einen ähnlichen Fall, wo Vater und Sohn von seltsamen Lichtern berichten. Vielleicht erklärt ihr Erlebnis die Motive der Fremden. Das Team reist nach Hopewell, Ohio. Die UFO-Sichtungen hier deuten auf eine mögliche Entführung hin. Auch hier berichten die Augenzeugen von orangen Lichtbällen und anderen nicht identifizierten hellen Lichtern am Himmel. Anders als Joe gibt der Zeuge Ben Foggins allerdings an, mehrfach entführt worden zu sein. Ich glaube nicht, dass die Außerirdischen uns gut wollen. Ich sah Tische mit vielen Leuten und vielen Aliens drumherum, die den anderen Menschen dasselbe antaten wie mir. Er hat etwas Schreckliches erlebt. Eindeutig eine Entführung. Fragen wir Ben doch persönlich. Die UFO-Experten gehen mittlerweile davon aus, dass die Lichterscheinungen Vorläufer einer Entführung sind. Ben Foggin. Yes, sir. Glad to meet you. I'm glad to see you guys here. Endlich kann ich meine Erfahrungen mal loswerden. Deshalb sind wir hier. Wo und wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Draußen in unserem Garten. Und was ist passiert? Da waren Lichtbälle. In den Bäumen. Ja, zwei Lichter. Zuerst waren sie weiß, dann verschwand eins und das andere wurde gelb. Was genau ist dann passiert? Ich wurde entführt. Was wollte man von ihnen? An mir wurde geübt. Ich lag auf einem Tisch und meine Bauchdecke wurde geöffnet. Aufgeschnitten, wie bei einer OP? Meine Rippen wurden mit Klemmen auseinandergespreizt. Als ich wieder aufwachte, war zwar keine Wunde zu sehen, aber ich konnte es spüren. Und das waren die Außerirdischen? Ja. Wie empfinden Sie das? Ich habe Angst, dass es meiner Familie auch passiert.
Diese Sorge ist berechtigt. Und in diesem Zusammenhang ereignete sich auch der Vorfall mit der Schusswaffe? Mein Sohn hatte solche Angst, dass er zur Waffe griff. Ich habe es gar nicht mitbekommen, bis er anfing, auf die Lichter zu schießen. Oh my goodness. Bens Geschichte weckt bei Daryl schmerzhafte Erinnerungen. Die Aliens holten mich das erste Mal, als ich noch ein kleines Kind war. Später holten sie meinen Sohn. Sie suchen sich Familien. So arbeiten diese Monster. Bens Sohn, Terry, zeigt den UFO-Forschern, was in der besagten Nacht geschah. Hier haben sie gestanden? Ja, hier war es. Und wieso haben sie geschossen? Die Lichter waren gleich da vorne, auf Höhe der Bäume. Zuerst hielt ich sie für Jäger, die mit hellen Taschenlampen im Wald unterwegs sind. Aber ich bekam keine Antwort, als ich rief, wer ist da? Da habe ich geschossen. Zeigen Sie das genau. Also, ich stand hier. Ich lud meine Waffe und legte an. Den ersten Schuss feuerte ich leicht nach oben. Ich rief nochmal, wer ist da? Und dann schoss ich auf die Lichter. Mein Herz raste. Ich hatte solche Angst. Warum haben Sie geschossen? Es war eine Reaktion auf meine Angst. Terry feuerte 5 Schüsse auf das UFO ab. Ben glaubt, dass mindestens ein Schuss getroffen hat. Es machte plötzlich ein Geräusch wie eine kaputte Waschmaschine. Dann war alles still und in diese Stille hinein hörte man einen dumpfen Schlag. Ben behauptet, dass ein Teil des UFOs abgefallen ist. Das würde ich gerne mal sehen. Ich gehe gleich rein und hole es. Sehr gut, danke. So haben wir etwas in der Hand, das wir untersuchen lassen können. Wer weiß, was dabei herauskommt. Das ist es. Wow. That is cool. Was ist denn das? Wo haben Sie das gefunden? Im Schotter in der Einfahrt. Sie haben es also da gefunden, wo es aufgeschlagen ist. Ja. Haben Sie es gleich angefasst? Es war viel zu heiß, um es anzufassen. Wir würden das gerne ins Labor geben. Nur zu. Können wir uns die Stelle ansehen, wo es aufgeschlagen ist? Ich würde dort gerne auf Strahlung testen. Wir sehen uns später. Bis dann. Okay, good deal. Maureen und Mike bringen das rätselhafte Fundstück zur genauen Analyse in ein wissenschaftliches Labor. Kann es sein, dass es wirklich von Außerirdischen stammt? Hi, Maureen. Nice to meet you. Nice to meet you, Maureen. Hi, I'm Mike Mara. Hi, Mike. Nice to meet you. Mike, nice to meet you, Nick. So here's the sample. Das hier hat Ben Foggins gefunden. Als erstes wird untersucht, ob das Material aus Bens Einfahrt stammt. Mit dieser Spatel werde ich eine Materialprobe entnehmen. Genug Material ist ja da. Sehr interessant. Das ist Silikat aus dem Erdreich in der Einfahrt. Der typische Kalksteinschotter. Das bestätigt also, dass das Ding in seiner Einfahrt gelandet ist?
Das Untersuchungsergebnis erhärtet Bens Aussage. Doch nun muss geklärt werden, woher das Material stammt und woraus es besteht. Rufen Sie mich an? Natürlich. Ich bin sehr gespannt. In der Zwischenzeit fahren Mike und Maureen zu einem Schießstand. Mike möchte wissen, ob die verwendeten Patronen überhaupt Metall zerstören können. Wir werden gleich auf ein in der Flugzeugtechnologie verwendetes Aluminium schießen, um festzustellen, ob es möglich ist, dass sich Teile davon ablösen. Aluminium deshalb, weil es mit dem metallischen Fundstück aus Bens Einfahrt vergleichbar ist. Terry hat ein Gewehr Kaliber 12 und Jagd- sowie BB-Munition für Soft-Air-Waffen benutzt. So etwas verwenden wir gleich auch. Er hat aus einer Entfernung von knapp 45 Metern geschossen. Das simulieren wir jetzt mit unseren Aluplatten. Du. Okay, so now it's supposed. Und jetzt zusammen. Wir machen es platt. Total zugeballert. Dann sehen wir uns das Ergebnis mal an. Hier unten sieht man gar nichts. Es ist etwas eingedellt, aber abgebrochen ist nichts. Falls es sich also bei dem Fundstück um Aluminium handelt, dürfte es höchstens Einschusslöcher haben. Abbrechen ist unmöglich. Ich bin gespannt, was Nick sagen wird. Mehr können wir von unserer Seite aus nicht tun. In der Zwischenzeit führen Daryl und Steven eigene Tests durch. An der Stelle, an der Terry auf das UFO gefeuert hat. Alrighty. Very good. Daryls Theorie ist, dass Raumschiffe aufgrund der Strahlung im Weltraum auf der Erde erhöhte Strahlenwerte hinterlassen, die man mit dem Geigerzähler nachweisen kann. Wenn man auf diesen Knopf drückt, ist eingeschaltet. Das Knacken zeigt die natürliche terrestrische Strahlung an. Das ist normal. Je höher die Strahlung, desto häufiger ertönen die Knackgeräusche. Hast du schon was? Noch nicht. Weder Bäume noch Erdreich. Dann geh mal an die Stelle, wo das Raumschiff gesehen wurde. Weiter. Hier wird mehr Strahlung angezeigt. Mehr als das Normalmaß? Eindeutig ja. Daryl empfängt erhöhte Strahlenwerte an der besagten Stelle. Das bedeutet, dass dort etwas gewesen sein muss. Am Abend meldet sich Nick vom Labor bei Maureen. Die Analyse des Fundstücks ist abgeschlossen. Hey, Nick. Hi there, Maureen. Ich bin so gespannt auf Ihre Ergebnisse. In der natürlichen Isotopenzusammensetzung überwiegt das Isotop Strontium 88. Aber hier ist das Verhältnis zum Strontium 87 im Ungleichgewicht.
Wenn es sich also um etwas aus dem Weltraum handelt, könnte es ein Teil von einem Meteoriten sein. Oder wurde das Objekt irgendwie hergestellt? Ich vermute, dass es hergestellt wurde. Denn es entspricht keiner mir bekannten Aluminiumlegierung. Am nächsten Tag berichten Daryl und Stephen von ihren Ergebnissen. Ich habe zwei erhöhte radioaktive Werte gemessen, in den Bäumen und da, wo das UFO gesichtet wurde. Genau an der Stelle, auf die die Schüsse abgefeuert wurden? Da, wo das Licht war. Vielleicht haben sie ein Objekt getroffen, von dem die Strahlung abgegeben wurde. Das würde ins Bild passen. Die Laborergebnisse sind auch sehr spannend. Ja, dieses Ding hier ist echt interessant. Es handelt sich um eine Aluminiumlegierung. Das heißt, es wurde von jemandem hergestellt. Zudem enthält es einige sehr seltsame Spurenelemente, die nichts mit den natürlichen Isotopenzusammensetzungen auf der Erde zu tun haben. Was bedeutet? Dieses Ding stammt definitiv nicht von der Erde. Das Metallstück ist sozusagen unser heiliger Gral für diesen Fall. Wow. Outstanding. Sehr gute Arbeit. Das setzt Bens Geschichte das Sahnehäubchen auf. Cherry on the cake. Let's go. Das Team fährt gemeinsam zu Ben Foggins, um ihm die Ergebnisse mitzuteilen. Ben. How y'all doing? Good, good. Really good. Wir haben jetzt die Ergebnisse der Laboruntersuchungen. Es handelt sich um eine sehr außergewöhnliche Aluminiumlegierung. Dieses Metallteil wurde von jemandem hergestellt. Die Tests bestätigen, dass es einen außerirdischen Ursprung haben könnte. Das wird Sie sicher nicht überraschen. Ich wusste das. Sind Sie erleichtert, dass es geklärt ist? Ja, aber ich denke, das wird auch anderen Betroffenen eine große Hilfe sein. Richtig. Es wird vielen tausend Betroffenen helfen. Diese Wesen sind nicht hier, um den Planeten zu retten. Was sie vorhaben, werden wir nur erfahren, wenn Menschen wie Sie uns mit ihren Erlebnissen konfrontieren und wir ein Muster ableiten können, was ihr Plan ist. Vielen Dank. Die UFO-Experten fassen ihre Ergebnisse noch einmal zusammen. Jahrelang wurden UFO-Sichtungen und Entführungen durch Außerirdische als zwei verschiedene Dinge behandelt. Ich denke, diese Sichtweise wird sich mit der zunehmenden Sichtung von UFOs ändern. Das bereitet mir Sorge, denn diese Aliens sind keine netten Zeitgenossen. Du weißt, dass ich da anderer Meinung bin. Wenn Ben und Joe in sich hineinspüren, werden sie herausfinden, dass keine Bedrohung besteht. Was mich wirklich erstaunt hat, ist Folgendes. Zuerst hatten wir rein gar nichts in der Hand. Und dann tauchte plötzlich dieses rätselhafte Fundstück auf, das keiner irgendwie zuordnen kann. Das war wirklich aufregend. Ich hoffe, dass die Außerirdischen etwas Gutes vorhaben. Immer mehr UFOs werden gesichtet. Sind wir noch sicher vor Entführungen durch Außerirdische? Es gibt mehr UFO-Sichtungen als jemals zuvor. Seltsame Lichter. Außerirdische. Ein UFO. Was steckt dahinter? Vier UFO-Experten gehen der Sache nun auf den Grund. Maureen Elsberry ist eine renommierte UFO-Berichterstatterin. Ich habe tausende von Fällen untersucht. Für die meisten gibt es rationale Erklärungen. Mike Barra ist ein erfahrener Luftfahrtingenieur.
Bevor ich an UFOs glaube, will ich knallharte Beweise sehen. Die anderen beiden Experten glauben an die Existenz von Aliens. Daryl Sims ist Privatermittler und Ex-CIA-Mann. Ich wurde von Außerirdischen entführt. Es sind böse Mächte. Und Stephen Jones behauptet, dass er Kontakt zu Außerirdischen hat. Aliens spazieren in diesem Moment über unsere Straßen. In dieser Folge mehrfache Sichtungen in South Carolina. Keine Ahnung, was das ist. Eine angebliche Schießerei mit Aliens in Ohio. Was war das? Seltsame Lichter, darauf schoss ich. Gibt es Hinweise auf außerirdische Technologien? Er glaubt, er hätte einen Teil vom UFO gefunden. Dieses Ding stammt nicht vom Planet Erde. Myrtle Beach, South Carolina, ist ein Hotspot für UFO-Sichtungen. In jüngster Zeit wurden 190 Sichtungen gemeldet. Das UFO-Team ist hier, um herauszufinden, ob Außerirdische hinter den seltsamen Lichterscheinungen stecken. Journalistin Maureen Elsbury recherchiert zu den einzelnen Fällen und sammelt Hintergrundinformationen. Seit über 50 Jahren berichten Menschen hier von seltsamen Lichtern über dem Meer. Innerhalb der letzten 10 Jahre kam es zu auffallend mehr Sichtungen. Gibt es Augenzeugen? Über 30. Doch unser wichtigster Zeuge ist Joe Kiernan. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. Er sah die Lichter zum ersten Mal am 17. Juli 2012 und hat seitdem Videomaterial gesammelt. Mein Gott, wie hell das ist. Und jetzt fängt es an zu glühen. Es verschwindet. Das sieht nach einer militärischen Übung aus und sollte sich klären lassen. Du bist immer so schnell mit einer Erklärung. Das ist doch ein spannender Fall, ein gefährliches Zusammentreffen und damit sehr wichtig. Gibt es Entführungsmeldungen im Zusammenhang mit den Lichtern? Wir müssen hinfahren. Wir treffen Joe in Myrtle Beach, am Ort der Sichtungen. Los geht's. Bisher habe ich keine Hilfe bekommen, um herauszufinden, was das für Lichter sind. Woher sie kommen, ob sie harmlos oder gefährlich sind. Aber genau das will ich wissen. Joe trifft sich mit den UFO-Experten am Strand, keine 2 Kilometer entfernt von seinem Haus. Daryl Sims. Nice to meet you, Joe. Danke, dass Sie uns informiert haben. Wo genau haben Sie die UFOs gesehen? Sie scheinen meistens aus Richtung Süden auf die Küste zuzufliegen, manchmal auch aus dem Norden. Da drüben glühen sie orange auf und verschwinden dann in südöstliche Richtung. Sehen Sie sie häufig? In letzter Zeit sogar in der Nähe meines Hauses. Sie fliegen immer tiefer und näher heran an mein Haus. Ex-CIA-Mann Daryl Sims möchte weitere Zeugen befragen. Ihre Familie hat das auch gesehen? Ja, wir alle, mindestens 30 Mal. Was empfinden Sie dabei? Haben Sie Angst? Sind Sie aufgeregt? Ich habe Angst. Ich möchte, dass jemand mir versichert, dass wir nicht in Gefahr sind. Wir sind hier, um herauszufinden, worum es sich handelt und was man eventuell tun kann. Vielen Dank. Haben Sie aktuelle Aufnahmen? Ja, ich kann sie Ihnen bei mir zu Hause zeigen. Danke für Ihre Hilfe. Mir tut Joe leid. Er wollte hier in Frieden leben und jetzt steht er Todesängste aus. UFO-Experte Stephen Jones behauptet schon oft, positive Begegnungen mit Außerirdischen erlebt zu haben. Diese Begegnungen sind eine tiefreichende Erfahrung für ihn. Aber leider machen sie ihm offensichtlich Angst. Auch sein Kollege Daryl Sims glaubt an die Existenz von Aliens. Aber er rät zur Vorsicht.
Ich habe mit wilden Tieren gearbeitet. Aus der Ferne sind sie toll, aber wenn sie sich nähern, muss ich sie nicht streicheln. Wir sprechen hier nicht von wilden Tieren. Wir sprechen von fühlenden Wesen von hoher Intelligenz, die versuchen, mit Joe und seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Das sind doch alles reine Vermutungen. Wir müssen herausfinden, ob es sich um eine freundliche oder feindliche Annäherung handelt. Fahren wir hin. Während alle anderen zu Joe fahren, folgt Luftfahrtingenieur Mike einer anderen Spur. Joes Aussage ist spannend, aber er ist kein geschulter Beobachter. Es gibt einen weiteren Augenzeugen, einen Piloten namens Gary Travis, mit dem ich mich gleich am Flughafen treffen werde. Gary hat dieselben Lichter gesehen wie Joe, aber aus der Luft. Ich möchte wissen, ob er als erfahrener Pilot die Lichter für UFOs hält. Hey Gary. Hello Mark. How you doing? Nice to meet you. Ready to fly? Okay. Wollen wir los? Wie lange fliegen Sie schon? Seit 38 Jahren. 38 years. Sie haben also schon alles erlebt. Ja, ich kenne den Himmel gut. Ich habe nie etwas Besonderes da oben gesehen. Bis zum Oktober 2011. Das war das erste Mal. Es war eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang und ich befand mich im Landeanflug, als plötzlich der Funk verstummte und kein anderes Flugzeug sich mehr meldete. Was war so ungewöhnlich? Am Horizont sah ich zeitgleich ein oranges Licht. Nur dieses eine Licht? Nur ein großes oranges Licht. Es befand sich etwa 3 Meilen entfernt auf meiner Höhe. Also über dem Meer, gegenüber der Sonne, richtig? Ich achtete nicht mehr auf die Instrumente, flog einfach direkt darauf zu. Manchmal liest man ja, dass Autos stehen bleiben, wenn UFOs in der Nähe sind. Naja, ich wollte nicht unbedingt nach Hause schwimmen. Ich flog etwa 45 Sekunden auf das Licht zu. Und Sie sahen sofort, dass das kein normales Licht war? Es war kein gewöhnliches Luftfahrzeug. Die meisten Fluggeräte, Verkehrsflieger, Militärmaschinen, Helikopter sind mit roten und grünen Antikollisionslichtern ausgestattet. Es war keins dieser Fluggeräte. Und wie lange konnten Sie es beobachten? Knapp eine Minute. Und dann? Verschwand es. Es blinkte und verschwand. Ja, wissen Sie, ich fliege schon sehr lange, aber solche Lichter habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Gary kann nicht sagen, was er gesehen hat. Doch Mike glaubt daran, dass es eine rationale Erklärung für die mysteriösen Lichter gibt. Er ist ein verlässlicher Augenzeuge und ein sehr erfahrener Pilot. Aber alles deutet darauf hin, dass er ein Training des Militärs beobachtet hat. Ich werde beim hiesigen Luftwaffenstützpunkt nachfragen, ob und wann so etwas durchgeführt wird. Am nächsten Morgen besuchen die UFO-Experten Joe Kiernan. Sie wollen sein neues Material von den mysteriösen Lichtern sichten. Wir wollen uns das genauer ansehen. Hey, Joe. Hello, how are you? Thanks for having us over. Oh, please come in. Very happy to have you. Hi, Joe. Oh, nice good to see you. Again. Good to see you, sir. Please come in. This is a lovely house. This is a schönes Haus, Joe. It's very nice. Thank you very much. Danke. Bevor sie sich die Videos ansehen, zeigt Joe dem Team, wo die UFOs entlangfliegen. Die meisten kommen von dort und bleiben dann über den Bäumen da drüben. Wie nahe kommen sie den Bäumen und dem Haus? Sie fliegen auf Baumhöhe. Joe ist den Lichtern gefolgt und hat sie gefilmt. Dieses Material zeigt er nun dem Expertenteam. Das habe ich am See beobachtet. Wenn man ranzoomt, sieht man etwas Rotes im Wasser. Jetzt fliegt es rein.
In Slow Motion sieht man, wie es die Wasseroberfläche zerteilt und dann aufleuchtet. Da. Es taucht ins Wasser. Echt seltsam. Auch unter der Wasseroberfläche gibt es Besonderheiten. Der Grund des Sees ist kreisrund und ähnelt einem Krater. Journalistin Maureen Elsberry kennt ähnliche Berichte. Es gibt relativ viele Beschreibungen von UFOs unter Wasser. Manche Leute glauben, dass die außerirdischen Raumschiffe im Wasser ihre Basisstationen haben. Ich würde mir diesen See diesbezüglich gerne mal ansehen. Immer wenn ich mich dem See nähere, fühle ich mich extrem unwohl. Das Gefühl kenne ich. Steven möchte, dass Joe Kiernan sie trotz seiner Angst zum See begleitet. Ich respektiere Ihre Angst. Würden Sie trotzdem mit uns kommen? Aber nur, wenn wir tagsüber hingehen. Mike Barra ist unterdessen auf dem Weg zu seinem Termin, von dem er sich Aufklärung über die seltsamen Lichtphänomene erhofft. Ich glaube nach wie vor, dass es sich um militärische Aktivität handelt. Ich spreche gleich mit Rob Sexton vom Luftwaffenstützpunkt Shaw. Ich will von ihm wissen, ob in dieser Gegend militärische Übungsflüge stattfinden. Hallo Rob, ich bin Mike Barra. Herzlich willkommen auf dem Luftwaffenstützpunkt Shaw. Beeindruckend. Werden hier mit allen Flugzeugen Manöver geübt? Ja, das 20. Jagdgeschwader Shaw ist das größte F-16-Jagdgeschwader der US Air Force. Wir üben immer über dem Meer vor Myrtle Beach. Und weil wir Kampfeinsätze proben, verwenden wir auch Leuchtgeschosse. Führen Sie auch Übungen über bewohntem Gebiet durch? Ja, das kann vorkommen. Sind die Einsatzpläne der letzten 6 Monate noch verfügbar? Ich habe sie schon herausgesucht. Alle relevanten Nachtflüge in 2012. Okay, that's fantastic. Fantastisch. Dann können wir die Tage der Einsätze mit den Tagen der Sichtungen vergleichen. Ich gehe davon aus, dass es die Leuchtgeschosse waren. Am Abend trifft Mike sich mit Joe in Myrtle Beach. Er möchte ihm mittels seines Experiments beweisen, dass er nur Leuchtgeschosse gesehen hat. Wir filmen die UFOs immer von hier aus, vor den Dünen. Mit einer Signalpistole simuliert Mike die militärischen Leuchtgeschosse. Diese Leuchtraketen steigen auf 335 Meter Höhe. Haben Sie Ihre Kamera dabei? Ja, ich bin schon gespannt. Sind Sie bereit? Kann losgehen. Haben Sie das? Sah es aus wie die Lichter? Es sah anders aus, aber es ist auch ein schönes Bild. Das muss ich mir zu Hause näher ansehen. Joe glaubt nicht, dass es sich bei den Lichtern um Leuchtgeschosse handelt. Aber für seine angeblichen UFOs und Außerirdischen brauche ich noch mehr Beweise. Gerade als Mike und Joe zusammenpacken, entdeckt der Kameramann des Teams merkwürdige Lichter über dem Meer. Joe hält sofort die Kamera drauf. Das ist echt interessant. Großartig.
Interessant, sie fliegen hintereinander. Merkwürdige Anordnung. Unglaublich, oder? Was kann das sein? Jetzt fliegen sie in Richtung meines Hauses. Für Flugzeuge sind sie zu langsam. Ein Übungseinsatz findet heute Abend auch nicht statt. Die Lichter fliegen in Formation, was nach Militär aussieht. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, worum es sich handelt. Außerirdische? Das ginge mir zu weit. Ich finde es allerdings auch äußerst seltsam. Am nächsten Tag suchen Daryl, Maureen, Stephen und Joe den kleinen See auf, wo die Lichter gefilmt wurden. Ist er das? Ja, das ist der besagte See. Es fühlt sich für mich nicht gut an, hier zu sein. Manchmal halte ich es überhaupt nicht aus. Es ist echt schwer für mich. Vielen Dank, dass Sie uns herbegleitet haben. Wir werden uns jetzt ein wenig umsehen, der Sache auf den Zahn fühlen. Prima. Ex-CIA-Mann Daryl Sims ist ein erfahrener Taucher. Ich denke, wir sollten das Gewässer untersuchen. Per Unterwasserschallgerät können wir nachsehen, welche Gegebenheiten sich dort finden. Joe hat hier eine Begegnung gehabt. Ich möchte wissen, ob sie ihren Ursprung im Wasser hat. Zuerst schickt das Team einen hochmodernen Tauchroboter auf den Grund des Sees. So ein Ding kostet 40.000 Dollar. Der Grund des Sees sieht aus wie die Mondoberfläche, völlig tot. Zeigt Joe dem Team, wo die UFOs entlangfliegen. Die meisten kommen von dort und bleiben dann über den Bäumen da drüben. Wie nahe kommen sie den Bäumen und dem Haus? Sie fliegen auf Baumhöhe. Joe ist den Lichtern gefolgt und hat sie gefilmt. Dieses Material zeigt er nun dem Expertenteam. Das habe ich am See beobachtet. Wenn man ranzoomt, sieht man etwas Rotes im Wasser. Jetzt fliegt es rein. In Slow Motion sieht man, wie es die Wasseroberfläche zerteilt und dann aufleuchtet. Da. Es taucht ins Wasser. Echt seltsam. Auch unter der Wasseroberfläche gibt es Besonderheiten. Der Grund des Sees ist kreisrund und ähnelt einem Krater. Journalistin Maureen Elsberry kennt ähnliche Berichte. Es gibt relativ viele Beschreibungen von UFOs unter Wasser. Manche Leute glauben, dass die außerirdischen Raumschiffe im Wasser ihre Basisstationen haben. Ich würde mir diesen See diesbezüglich gerne mal ansehen. Immer wenn ich mich dem See nähere, fühle ich mich extrem unwohl. Das Gefühl kenne ich. Stephen möchte, dass Joe Kiernan sie trotz seiner Angst zum See begleitet. Ich respektiere Ihre Angst. Würden Sie trotzdem mit uns kommen? Aber nur, wenn wir tagsüber hingehen. Mike Barra ist unterdessen auf dem Weg zu seinem Termin, von dem er sich Aufklärung über die seltsamen Lichtphänomene erhofft. Ich glaube nach wie vor, dass es sich um militärische Aktivität handelt. Ich spreche gleich mit Rob Sexton vom Luftwaffenstützpunkt Shaw. Ich will von ihm wissen, ob in dieser Gegend militärische Übungsflüge stattfinden. Hallo Rob, ich bin Mike Barra. Herzlich willkommen auf dem Luftwaffenstützpunkt Shaw. Ja.
Beeindruckend. Werden hier mit allen Flugzeugen Manöver geübt? Ja, das 20. Jagdgeschwader Shaw ist das größte F-16-Jagdgeschwader der US Air Force. Wir üben immer über dem Meer vor Myrtle Beach. Und weil wir Kampfeinsätze proben, verwenden wir auch Leuchtgeschosse. Führen Sie auch Übungen über bewohntem Gebiet durch? Ja, das kann vorkommen. Sind die Einsatzpläne der letzten 6 Monate noch verfügbar? Ich habe sie schon herausgesucht. Alle relevanten Nachtflüge in 2012. Fantastisch. Dann können wir die Tage der Einsätze mit den Tagen der Sichtungen vergleichen. Ich gehe davon aus, dass es die Leuchtgeschosse waren. Am Abend trifft Mike sich mit Joe in Myrtle Beach. Er möchte ihm mittels seines Experiments beweisen, dass er nur Leuchtgeschosse gesehen hat. Wir filmen die UFOs immer von hier aus, vor den Dünen. Mit einer Signalpistole simuliert Mike die militärischen Leuchtgeschosse. Diese Leuchtraketen steigen auf 335 Meter Höhe. Haben Sie Ihre Kamera dabei? Ja, ich bin schon gespannt. Sind Sie bereit? Kann losgehen. Haben Sie das? Sah es aus wie die Lichter? Es sah anders aus, aber es ist auch ein schönes Bild. Das muss ich mir zu Hause näher ansehen, bei mir zu Hause zeigen. Danke für Ihre Hilfe. Mir tut Joe leid. Er wollte hier in Frieden leben und jetzt steht er Todesängste aus. UFO-Experte Stephen Jones behauptet schon oft, positive Begegnungen mit Außerirdischen erlebt zu haben. Diese Begegnungen sind eine tiefreichende Erfahrung für ihn. Aber leider machen sie ihm offensichtlich Angst. Auch sein Kollege Daryl Sims glaubt an die Existenz von Aliens, aber er rät zur Vorsicht. Ich habe mit wilden Tieren gearbeitet. Aus der Ferne sind sie toll, aber wenn sie sich nähern, muss ich sie nicht streicheln. Wir sprechen hier nicht von wilden Tieren. Wir sprechen von fühlenden Wesen von hoher Intelligenz, die versuchen, mit Joe und seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Das sind doch alles reine Vermutungen. Wir müssen herausfinden, ob es sich um eine freundliche oder feindliche Annäherung handelt. Fahren wir hin. Während alle anderen zu Joe fahren, folgt Luftfahrtingenieur Mike einer anderen Spur. Joes Aussage ist spannend, aber er ist kein geschulter Beobachter. Es gibt einen weiteren Augenzeugen, einen Piloten namens Gary Travis, mit dem ich mich gleich am Flughafen treffen werde. Gary hat dieselben Lichter gesehen wie Joe, aber aus der Luft. Ich möchte wissen, ob er als erfahrener Pilot die Lichter für UFOs hält. Hey Gary. Hello Mark. How you doing? Nice to meet you. Ready to fly? Okay. Wollen wir los? Wie lange fliegen Sie schon? Seit 38 Jahren. 38 years. Sie haben also schon alles erlebt. Ja, ich kenne den Himmel gut. Ich habe nie etwas Besonderes da oben gesehen. Bis zum Oktober 2011. Das war das erste Mal. Es war eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang und ich befand mich im Landeanflug, als plötzlich der Funk verstummte und kein anderes Flugzeug sich mehr meldete. Was war so ungewöhnlich? Am Horizont sah ich zeitgleich ein oranges Licht. Nur dieses eine Licht? Nur ein großes oranges Licht. Es befand sich etwa 3 Meilen entfernt auf meiner Höhe.
Also über dem Meer, gegenüber der Sonne, richtig? Ich achtete nicht mehr auf die Instrumente, flog einfach direkt darauf zu. Manchmal liest man ja, dass Autos stehen bleiben, wenn UFOs in der Nähe sind. Naja, ich wollte nicht unbedingt nach Hause schwimmen. Ich flog etwa 45 Sekunden auf das Licht zu. Und Sie sahen sofort, dass das kein normales Licht war. Es war kein gewöhnliches Luftfahrzeug. Die meisten Fluggeräte, Verkehrsflieger, Militärmaschinen, Helikopter sind mit roten und grünen Antikollisionslichtern ausgestattet. Es war keins dieser Fluggeräte. Und wie lange konnten Sie es beobachten? Knapp eine Minute. Und dann? Verschwand es. Es blinkte und verschwand. Ja, wissen Sie, ich fliege schon sehr lange, aber solche Lichter habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Gary kann nicht sagen, was er gesehen hat. Doch Mike glaubt daran, dass es eine rationale Erklärung für die mysteriösen Lichter gibt. Er ist ein verlässlicher Augenzeuge und ein sehr erfahrener Pilot. Aber alles deutet darauf hin, dass er ein Training des Militärs beobachtet hat. Ich werde beim hiesigen Luftwaffenstützpunkt nachfragen, ob und wann so etwas durchgeführt wird. Am nächsten Morgen besuchen die UFO-Experten Joe Kiernan. Sie wollen sein neues Material von den mysteriösen Lichtern sichten. Wir wollen uns das genauer ansehen. Hey, Joe. Hello, how are you? Thanks for having us over. Oh, please come in. Very happy to have you. Hi, Joe. Oh, nice to see you. Good to see you, sir. Please come in. This is a lovely home. This is ein schönes Haus, Joe. It's very nice. Thank you very much. Danke. Bevor Sie sich die Videos ansehen, es gibt mehr UFO-Sichtungen als jemals zuvor. Seltsame Lichter. Außerirdisch. Ein UFO. Was steckt dahinter? Vier UFO-Experten gehen der Sache nun auf den Grund. Maureen Atzberry ist eine renommierte UFO-Berichterstatterin. Ich habe tausende von Fällen untersucht. Für die meisten gibt es rationale Erklärungen. Mike Barra ist ein erfahrener Luftfahrtingenieur. Bevor ich an UFOs glaube, will ich knallharte Beweise sehen. Die anderen beiden Experten glauben an die Existenz von Aliens. Daryl Sims ist Privatermittler und Ex-CIA-Mann. Ich wurde von Außerirdischen entführt. Es sind böse Mächte. Und Stephen Jones behauptet, dass er Kontakt zu Außerirdischen hat. Aliens spazieren in diesem Moment über unsere Straßen. In dieser Folge mehrfache Sichtungen in South Carolina. Keine Ahnung, was das ist. Eine angebliche Schießerei mit Aliens in Ohio. Was war das? Seltsame Lichter, darauf schoss ich. Gibt es Hinweise auf außerirdische Technologien? Er glaubt, er hätte einen Teil vom UFO gefunden. Dieses Ding stammt nicht vom Planet Erde. Myrtle Beach, South Carolina, ist ein Hotspot für UFO-Sichtungen. In jüngster Zeit wurden 190 Sichtungen gemeldet. Das UFO-Team ist hier, um herauszufinden, ob Außerirdische hinter den seltsamen Lichterscheinungen stecken. Journalistin Maureen Atzberry recherchiert zu den einzelnen Fällen und sammelt Hintergrundinformationen. Seit über 50 Jahren berichten Menschen hier von seltsamen Lichtern über dem Meer. Innerhalb der letzten 10 Jahre kam es zu auffallend mehr Sichtungen. Gibt es Augenzeugen? Über 30. Doch unser wichtigster Zeuge ist Joe Kiernan. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. Er sah die Lichter zum ersten Mal am 17. Juli 2012 und hat seitdem Videomaterial gesammelt. Mein Gott, wie hell das ist. Und jetzt fängt es an zu glühen. Es verschwindet.
Das sieht nach einer militärischen Übung aus und sollte sich klären lassen. Du bist immer so schnell mit einer Erklärung. Das ist doch ein spannender Fall, ein gefährliches Zusammentreffen und damit sehr wichtig. Gibt es Entführungsmeldungen im Zusammenhang mit den Lichtern? Wir müssen hinfahren. Wir treffen Joe in Myrtle Beach, am Ort der Sichtungen. Los geht's. Bisher habe ich keine Hilfe bekommen, um herauszufinden, was das für Lichter sind. Woher sie kommen, ob sie harmlos oder gefährlich sind. Aber genau das will ich wissen. Joe trifft sich mit den UFO-Experten am Strand, keine 2 Kilometer entfernt von seinem Haus. Daryl Sims. Nice to meet you, Joe. Danke, dass Sie uns informiert haben. Wo genau haben Sie die UFOs gesehen? Sie scheinen meistens aus Richtung Süden auf die Küste zuzufliegen, manchmal auch aus dem Norden. Da drüben glühen sie orange auf und verschwinden dann in südöstliche Richtung. Sehen Sie sie häufig? In letzter Zeit sogar in der Nähe meines Hauses. Sie fliegen immer tiefer und näher heran an mein Haus. Ex-CIA-Mann Daryl Sims möchte weitere Zeugen befragen. Ihre Familie hat das auch gesehen? Ja, wir alle, mindestens 30 Mal. Was empfinden Sie dabei? Haben Sie Angst? Sind Sie aufgeregt? Ich habe Angst. Ich möchte, dass jemand mir versichert, dass wir nicht in Gefahr sind. Wir sind hier, um herauszufinden, worum es sich handelt und was man eventuell tun kann. Vielen Dank. Haben Sie aktuelle Aufnahmen? Ja, ich kann sie Ihnen... Joe glaubt nicht, dass es sich bei den Lichtern um Leuchtgeschosse handelt. Aber für seine angeblichen UFOs und Außerirdischen brauche ich noch mehr Beweise. Gerade als Mike und Joe zusammenpacken, entdeckt der Kameramann des Teams merkwürdige Lichter über dem Meer. Joe hält sofort die Kamera drauf. Das ist echt interessant. Großartig. Interessant, sie fliegen hintereinander. Merkwürdige Anordnung. Unglaublich, oder? Was kann das sein? Jetzt fliegen sie in Richtung meines Hauses. Für Flugzeuge sind sie zu langsam. Ein Übungseinsatz findet heute Abend auch nicht statt. Die Lichter fliegen in Formation, was nach Militär aussieht. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, worum es sich handelt. Außerirdische? Das ginge mir zu weit. Ich finde es allerdings auch äußerst seltsam. Am nächsten Tag suchen Daryl, Maureen, Stephen und Joe den kleinen See auf, wo die Lichter gefilmt wurden. Ist er das? Ja, das ist der besagte See. Es fühlt sich für mich nicht gut an, hier zu sein. Manchmal halte ich es überhaupt nicht aus. Es ist echt schwer für mich. Vielen Dank, dass Sie uns herbegleitet haben. Wir werden uns jetzt ein wenig umsehen, der Sache auf den Zahn fühlen. Prima. Ex-CIA-Mann Daryl Sims ist ein erfahrener Taucher. Ich denke, wir sollten das Gewässer untersuchen. Per Unterwasserschallgerät können wir nachsehen, welche Gegebenheiten sich dort finden. Joe hat hier eine Begegnung gehabt. Ich möchte wissen, ob sie ihren Ursprung im Wasser hat. Zuerst schickt das Team einen hochmodernen Tauchroboter auf den Grund des Sees. So ein Ding kostet 40.000 Dollar. Der Grund des Sees sieht aus wie die Mondoberfläche, völlig tot. Now, what are those lights attracted to?
Und die fremden Lichter fühlen sich genau davon angezogen, von dem Nichts. Als nächstes kommt das Unterwasserschallgerät zum Einsatz. Zeigt es Anomalien an, könnte das ein Hinweis auf UFOs sein. Daryl hat weitere Kollegen um Hilfe gebeten. Sie kommen mit ihrem Hightech-Equipment normalerweise an Verbrechenstatorten zum Einsatz oder bei Blindgängerfunden. Gentlemen, kann's losgehen? You ready to go? Ja. All right. Wir benutzen ein Seitensichtsonar, um uns den Grund des Sees genauer anzusehen. Vielleicht finden sich Abdrücke eines gelandeten UFOs. Ergibt sich ein Hinweis, werde ich runtertauchen und nachsehen, was da unten los ist. Ich werde mir alle Auffälligkeiten ganz genau ansehen. Joe berichtet, dass sich auf dem Grund des Sees ein Krater befindet. Wir gehen am Kraterrand entlang. Schon nach wenigen Minuten zeigt sich ein seltsames Bild auf dem Sonarbildschirm. Das ist eine geologische Auffälligkeit. Was kann das verursacht haben? Keine Ahnung. Schon mal sowas in einem See gesehen? Nein. Im tieferen Wasser haben wir eine Senke entdeckt, die wir auch markiert haben. Die sehen wir uns gleich genauer an. Und auch ein paar andere Stellen weisen Eigentümlichkeiten auf. Das Seitensichtsonar zeigt zwar eine Anomalie, liefert aber dennoch nicht die gewünschten Informationen. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob hier ein UFO gelandet ist. Ich muss es mir von unten ansehen. Mittels einer Unterwasserkamera wird Daryl in Echtzeit Bilder nach oben schicken. Da, wo Daryl gerade taucht, habe ich die Lichter unter Wasser gesehen. Falls sie Spuren hinterlassen haben, wird Daryl etwas finden. Nach über einer Stunde taucht Daryl wieder auf. Das Wasser ist kristallklar, aber es lebt nicht. Hier ist nichts drin. Was seltsam ist, denn in der Umgebung sind alle Gewässer voll von Alligatoren und anderen Lebensformen. Nur hier ist absolut nichts. Die Frage ist, warum? Daryl hat keine Erklärung für diesen Umstand. Vielleicht hat die Anwesenheit von Außerirdischen Auswirkungen auf die Umgebung? Maureen untersucht den Uferbereich. Es sind einige Fälle bekannt, in denen außerirdische Aktivität ein beschleunigtes Wachstum von Bäumen zur Folge hatte. Da ist der berühmte Fall von Travis Walton, der von Außerirdischen entführt wurde. An der Stelle, wo sich seine Entführung ereignete, wuchsen die Bäume schneller als in der Umgebung. Das wurde durch Proben bewiesen. Ich bin gespannt, ob wir hier ein ähnliches Phänomen nachweisen können. Hey Chris, it's Maureen. Hallo Chris, wir sind beim See, etwa 100 Meter von dir entfernt. Sounds great, thanks. Sehr gut, danke. All right, Chris is on his way. Chris ist auf dem Weg. Hey Chris, how's it going? Ich würde gern von diesem Baum eine Probe nehmen. Okay. Wenn ich sage, weg da, nicht fragen. Einfach gehen. Dieses Stück ist perfekt. Mann, ist das schwer. Das sehe ich mir genauer an. Man sieht die Jahresringe sehr gut. Wonach sucht ihr denn genau? Nach beschleunigtem Wachstum. Diese schmalen Ringe stehen für langsames Wachstum
und diese dickeren Ringe für Schnelles. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Es sind gewisse Muster festzustellen. In Gebieten, wo UFOs gesichtet wurden, Entführungen stattfanden oder es Bruchlandungen gab, wachsen die Bäume schneller als in der umliegenden Umgebung. Tests in der umliegenden Umgebung ergaben dagegen keine Auffälligkeiten. Ob es allerdings einen Zusammenhang mit den mysteriösen Lichtern gibt, bleibt abzuwarten. Die Ufologen treffen sich, um erste Ergebnisse zu besprechen. Daryl und Steven, die angeblich selbst Begegnungen mit Außerirdischen hatten, glauben, dass Joe ihnen Informationen vorenthält. Ich glaube, es sind nicht nur die Lichter. Am See muss Joe etwas erlebt haben, das ihn nachhaltig verängstigt hat. Ich gehe davon aus, dass er den Piloten der fliegenden Lichter begegnet ist. Steven verabredet sich noch einmal mit Joe am Strand. Ich habe schon mein Leben lang Kontakt mit Außerirdischen. Es ist eine Herausforderung, aber eine positive. Ich glaube, sie wollen uns helfen. Joe hatte sicher Kontakt. Es zieht ihn an bestimmte Orte, aber er weiß nicht wieso. Das deutet darauf hin, dass es einen direkten Kontakt zwischen ihm und einem Alien gab. Hey Joe. How's it going? Good, how have you been? I'm good. So you've seen these lights. Sie haben diese Lichter ja an mehreren Stellen gesehen. Und einige dieser Stellen besuchen Sie nur mit großem